Hey, ja, ich darf stoppen. Willkommen zurück zu Dragon Ball Origins, zur Fortsetzung des Spiels und zur nächsten Episode. Beim letzten Mal haben wir das Kampfsport-Weltturnier begonnen mit Episode 8.1. Jetzt machen wir weiter mit Episode 8.2. Der Wettkampf beginnt. Sowohl Son Goku als auch Kuririn gewinnen die Vorrunden. Weiter geht's. Ja, haben wir beim letzten Mal gemacht, den ersten Vorrundenkampf. Hat auch gereicht für die restliche Story. Jetzt geht's also los mit dem Wettkampf und ich würde sagen, ja, los geht's! Son Goku, Kuririn und Yamshu qualifizieren sich alle für das Kampfsport-Weltturnier. Der Start des Hauptturniers steht unmittelbar bevor. Die Kämpfer sollen sich bitte alle versammeln. Mal sehen. Son Goku, Kuririn. Yamshu, Bakterian. Bakterien? Stinkt der so wegen Fliegen? Nam, Giran. Ranfan, Checky Shun. Ja, von ihm haben wir schon mal eine Figur. Wer ist das denn? Wer sind die Checky Shun? Wenn es auch mal eine Figur gibt von denen. Bitte kommt alle im Turnierbereich zusammen. Wir werden jetzt auslosen, wer gegen wen kämpfen wird. Einen Moment, bitte. Ich möchte gegen das Mädchen da kämpfen. Tut mir leid. So funktioniert das hier nicht. Wie dem auch sei, die Zeit der Entscheidung ist da. Der erste Kampf. Son Goku gegen Giran. Aha, wir beginnen also das Viertelfinale. Das zweite Match. Ranfan gegen Nam. Der dritte Kampf. Checky Shun gegen Yamshu. Das vierte Match. Bakterian gegen Kuririn. Alle Kämpfe dauern eine Runde lang. Wer aus dem Ring fällt oder bewusstlos wird, verliert den Kampf. Wir fangen jeden Augenblick an. Bereitet euch darauf vor, in die Arena zu treten. Na dann, gut, seit wir heute hier beginnen und mal vor Publikum auch mal was gewinnen hier, hä? Gegen den großen, gegen den größten Gegner, den es halt gibt. Was steht da? Kampfsport-Weltturnier? Oder so? Kann natürlich sein, dass was da steht. Auf Japanisch, was ich nicht kann. Tut mir leid. Könnt ihr schreiben, wenn ihr es wisst. Meine Damen und Herren! Das 21. Kampfsport-Weltturnier wird jetzt beginnen! Es ist Zeit für den ersten Kampf! Erster Kampf! Giran gegen Son Goku! Würden beide Kämpfer bitte vortreten? Tada! Hallo, ich bin Son Goku. Du kleiner Wurm, mach dich für eine Abreibung bereit. Okay, lass uns den ersten Kampf des Turniers beginnen. Na, dann legen wir mal los hier in den großen. Kampf 1 beginnt. Na, dann bin ich mal gespannt, was uns jetzt hier erwartet. Aha. Ich kann gar nicht den Stab gar nicht nehmen. Fällt mir gerade auf. Ey. Okay. Ja, wo bist du?
Das reicht nicht. Ja, kann ich ihn damit ein bisschen treffen, ja. Ich glaube, wir haben ihn erwischt. Wir haben gewonnen. Hahaha. Wir haben ihn rausgekickt. Son Goku gewinnt. Er ist klein, aber er hat wahre Macht. Er hat die Gran leicht auf die Bretter geschickt. Son Goku ist jetzt im Halbfinale. Na super. Ja. Ja! Das war's! Im vierten Kampf in der ersten Runde hat Kuririn Bakterian besiegt. Es stehen jetzt alle Kämpfer des Halbfinales fest. Na, das ist doch toll. Also, kommen wir zum Halbfinale. Doch zunächst ein paar Fragen an unsere kleinsten Kämpfer, Son Goku und Kuririn. Ihr tragt beide die gleiche Uniform. Ihr müsst zusammen trainieren. Könnt ihr uns etwas über euer Training erzählen? Zu welcher Kampfkunstschule geht ihr? Wir gehen nicht zur Schule. Muten Roshi hat uns unterrichtet. Sagtest du Muten Roshi? Habt ihr wirklich bei Muten Roshi, dem größten Kampfkunstexperten der Welt, gelernt? Yep. Zuerst meinte er, er würde keinen neuen Schüler annehmen. Aber dann hat er es doch getan. Unglaublich! Das ist verblüffend! Was für ein Vergnügen, zwei seiner Schüler heute hier zu haben! Ja, offenbar scheint Muten Roshi wirklich berühmt zu sein. Machen wir weiter mit dem Halbfinale. Im ersten Kampf trifft Son Goku, der in seinem ersten Kampf Giran besiegt hat, auf Nam, der den zweiten Kampf gewonnen hat, obwohl er gegen Giran von Sham schwach war. Und dann trifft Jackie Chun, der Yamcha überwältigend besiegt hat, auf Kuririn, der Bakterian im vierten Kampf besiegt hat. Aha, Yamcha hat also verloren. Hätte ich gar nicht erwartet. Ich dachte, Yamcha treffen wir nochmal im Kampf. Ja, es ging ziemlich schnell. Haben wir geschafft. Wir wissen ja die nächste Runde auch schon. Wir sind 8-3 freigeschaltet. Natürlich speichern wir mal die Daten. Ja, haben Note B erhalten. Und einen weiteren Kampf abgeschlossen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß daran. Auch wenn das auch mal jetzt ziemlich kurz wird hier jeweils. Aber trotzdem, ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Denkt an den Kommentaren unter die Bewertungen. Und damit danke fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal.